Gut, prima. Dann wollen wir mal loslegen. Ich werde jetzt vortragen, OpenSUSE für den täglichen Einsatz. So, und darum geht es, OpenSUSE einmal vorzustellen. Was ist das? Was bietet es an? Und da würde ich gerne einfach mal direkt loslegen. Und zwar einmal über mich. So. Also ich bin Sebastian Sieber, bin seit 2007 auf OpenSUSE umgestiegen, habe vorher Windows benutzt und war vorher Windows XP-Nutzer und ja, da ich aber nicht einverstanden war mit Windows Vista, habe ich dann gesagt, nee, installiere ich lieber mal ein anderes System. So, und daraufhin ist das OpenSUSE dann halt eben für mich geworden und das habe ich dann als primäres System 2007 eingesetzt. Und ja, dann seit 2000, jetzt gehen wir mal weiter, 2009, eigentlich zu viel, Entschuldigung. So, seit 2009 bin ich OpenSUSE-Mitglied, weil ich mich dazu entschlossen habe, da mitzuhelfen. Und da habe ich dann zuerst in Wiki-Seiten meine Arbeit investiert, so deutsche Artikel geschrieben. Und hinterher habe ich dann Pakete gebaut für die OpenSUSE-Distribution. Und das mache ich bis heute noch. So, dann seit 2010 bin ich auch OpenSUSE-Standbetreuer auf Open Rhein-Ruhr, auf der Chemnitzer Linux-Tage und jetzt auch neuerdings auf der KeyLux. Und seit 2011 offizieller AMD-Catalyst-Paketbetreuer, das ist der AMD-Treiber für OpenSUSE. Und inoffiziell habe ich das schon seit 2009 gemacht. Da habe ich eine Blogseite aufgesetzt und über diese Seite habe ich dann den entsprechenden Treiber so als quasi als Skript zur Verfügung gestellt, um die Installation auf dem OpenSUSE-System zu vereinfachen. Das war damals ein bisschen schwierig, weil der damalige Paketmanager, der ist aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen nicht mehr auffindbar. Und seitdem hat man dann 2011 gesagt, willst du das nicht übernehmen? Du machst das jetzt schon eine ganze Weile. Und das Projekt habe ich dann auch übernommen. So, als nächstes Linux-Distribution. Was ist das? Als erstes, Linux ist der Kernel, ist der Betriebssystemkern zu jeder Linux-Distribution. Und der Linux-Kernel ist dafür zuständig für Treiber, also für Hardware-Schnittstellen, die direkt im System zur Verfügung zu stellen, die die Anwendungen dann benötigen. Also zum Beispiel Audio-Schnittstellen oder USB-Schnittstellen und darüber wird das über den Kernel abgewickelt. Als nächstes wäre dann die Linux-Distribution, ist dann quasi eine Zusammenstellung von mehreren Softwarepaketen und hauptsächlich ist es auf OpenSUSE so, dass das nur freie Pakete zur Verfügung gestellt werden. Proprietäre Pakete werden in einem separaten Repo zur Verfügung gestellt, werden aber nicht ausgeliefert aus den genannten Gründen, weil das nicht frei ist. Dann als nächstes haben wir hier, was ist eigentlich OpenSUSE? Kann ich zwischenfragen? OpenSUSE ist eine freie Linux-Distribution, wie wir das eben auch schon genannt haben. Da gibt es nur freie Pakete. Und was haben wir noch? Open steht für offen und frei, anhand des Namens natürlich. Und dann haben wir noch SUSE, war ein Akronym für Software- und Systementwicklung. Dort wurde von der SUSE GmbH damals so genannt und die hatten damals SUSE Linux Enterprise oder SUSE Linux Personal Edition mehr oder weniger für die normalen Nutzer auf dem Markt vertrieben. Und das ging bis zu SUSE Linux Professional 9.3 und ab 10, OpenSUSE 10 ist das dann erst geworden, dass sie dann entschlossen haben, das öffentlich die Entwicklung voranzutreiben, zusammen mit der Community. Und ja, OpenSUSE hat dementsprechend auch deutsche Wurzeln.
Und ist es nach wie vor, die SUSE Linux GmbH, die ist nach wie vor in Nürnberg ansässig, also es ist quasi ein deutsches Unternehmen, agiert aber auch weltweit. Und sie unterstützt auch die Community in dem Sinne, welche Zielgruppe wird für OpenSUSE genannt? Das ist sehr, sehr vielfältig. Das können Anwender sein, Gamer, Grafikdesigner, 3D-Modellierer, Entwickler, auch Unternehmer können diese Software nehmen. Und so weiter und so weiter. Also es ist wirklich ein umfangreiches Linux-Betriebssystem, das kann jeder installieren. Jeder kann die Pakete auswählen oder installieren, die er gerne haben möchte. Es ist wirklich sehr, sehr umfangreich. So, als nächstes, welchen Vorteil habe ich denn bei einem Umstieg auf OpenSUSE? So, das ist als nächstes wäre dann zu nennen, es sind über 1000 freie Softwarepakete, die zur Verfügung stehen, einmal als DVD Edition, das ist dann einmal die Pakete, die auf der DVD sind, und es gibt auch ein Online-Repository, die dann entsprechend dann die Pakete zur Verfügung stellen, die nicht auf der DVD enthalten sind. Dann haben wir hier diese weiteren Softwarepakete, die ich eben genannt habe. Regelmäßige Updates behebt Fehler und schließt Sicherheitslücken mindestens für 18 Monate oder mit Evergreen Support 3 Jahre. Da muss man dabei sagen, Evergreen Support ist nur für eine ältere SUSE-Version gültig, zum Beispiel OpenSUSE 13.1, weil man dazu entschlossen hat, die 13.1 so lange zu unterstützen. OpenSUSE 13.2, die wir aktuell haben, bekommt den Evergreen Support nicht. Dafür haben wir die kommende Version. OpenSUSE Leap ist das Projektname, ist OpenSUSE 42.1. Die enthält auch einen Long-Term Support, also das ist eine Langzeitunterstützung, wird mit Updates versorgt. Für auch voraussichtlich 3 Jahre oder auch 4 Jahre. Das steht dann noch in der Diskussion. Dann haben wir als nächstes den Punkt einfache Konfiguration des Systems mit Yast. Yast ist dann ein Konfigurationstool, das lässt sich Drucker, Scanner, man kann dann Benutzer anlegen, Gruppen, und das ist eine einfache Oberfläche für den Administrator, mal ein paar Mausklicks dann einen entsprechenden User anzulegen oder entsprechende Einstellungen vorzunehmen. Dann haben wir auch den kleinen Vorteil hier in jedem Fall, was wir auch groß herausbringen können, ist Hilfe von der OpenSUSE Community. Hier gibt es jede Menge Foren, hauptsächlich auch deutsche. Das ist kein Thema, wenn man so ein Problemchen hat, sagt man dann, okay, ich melde mich dann beim Foren an und stelle mal die Frage, wie ich das Problem am besten lösen kann. Das funktioniert auch über Mailinglisten, über Chatrooms oder auch lokale Linux-Treffpunkte. Über lokale Linux-Treffpunkte muss man sich mal selbst informieren, in welche Gruppe da in der Nähe ist, die mir vielleicht im Bedarfsfall helfen kann. Dann gibt es auch den Vorteil an der Mitgestaltung der Entwicklung von OpenSUSE. Das heißt also, man kann selbst sagen, ich hätte gerne in dieser OpenSUSE-Distribution etwas anderes haben, so, zum Beispiel irgendeine andere Einstellung oder eine andere Auffassung, eine andere Benutzerführung. Und dann wird dann halt eben mit einer großen Community besprochen, ob das sinnvoll ist, inwiefern man dann das umsetzt. Und oft werden dann auch solche Vorschläge dann auch gerne angenommen. Dann haben wir als nächstes eine stabile Entwicklungsgemeinschaft. OpenSUSE hat nämlich bis jetzt noch keinen einzigen Fork. Das heißt also nicht so wie bei so OpenSUSE, also Ubuntu. Da gibt es dann Kubuntu, Lubuntu und. Und das sind verschiedene Derivate, auch so Linux Mint, wenn man das so mal gehört hat.
dann das reißt dann die Entwicklungsgemeinschaft ein bisschen auseinander, was ich persönlich schade finde. Und weil OpenSUSE die Community noch wirklich effektiv zusammenarbeitet zusammen. Und aus dem Grunde ist es auch wirklich so, dass es keine Forks gibt für OpenSUSE. Dann haben wir als nächstes die SUSE Linux GmbH. Genau, die sponsert gerne in OpenSUSE-Infrastrukturen. Das ist dann halt die zum Beispiel Download-Server und Build-Server. Also das heißt, die Pakete werden dann direkt von den Maschinen von der SUSE Linux GmbH, die dort gehostet werden, gebaut. Die bringen auch technisches Know-how ein und dort werden dann auch zum Beispiel, wenn ein Bug-Report, wenn man das meldet und sagt, hier, ich habe ein technisches Problem entdeckt, ich kann es zwar nicht lösen, aber das scheint aber irgendwas mit dem Kernel nicht zu stimmen, dann kommt auch mal ein SUSE-Mitarbeiter und guckt mal drüber und sagt dann, okay, da gehen wir mal dran. Und häufig ist das so, dass das dann innerhalb weniger Tage dann ein Update dafür gibt. Also das ist schon eine sehr gute Zusammenarbeit. Zudem unterstützt sie auch die OpenSUSE-Community. So auch wie jetzt hier zur Messe wird dann auch quasi auch für uns das Material zur Verfügung gestellt. So, als nächstes haben wir den Vorteil hier, wenn man OpenSUSE nutzt, ist, sensible persönliche Daten bleiben auf dem Rechner. Es ist nicht so, dass die irgendwie verschickt werden in die Welt und so. Die sind tatsächlich auf dem eigenen Rechner. Das ist der einzig wirklich tolle Vorteil. Da kann man wirklich darauf vertrauen, dass die Daten auch wirklich hier auf dem Rechner bleiben. Dann, es gibt auch keine unerwünschten Heimruffunktionen. Also schon IT-mäßig nicht. Und wenn man so andere Software sich mal anguckt, dann kriegt man so ein flaues Gefühl im Magen, wenn das so heißt, ja gut, zum Beispiel Windows telefoniert nach Hause, die liefern dann noch irgendwelche zusätzlichen Daten vom Rechner mit und ja, da kriege ich einen Bauchschmerz davon. Und genau das ist bei OpenSUSE nicht der Fall. Also das heißt, die Daten bleiben auf dem Rechner, bleiben hier. Und es wird auch keine anderen Sachen übermittelt, die man nicht übermittelt haben möchte. Außer man will es ausdrücklich. Dann natürlich ist es absolut gratis und gibt es auch ohne Folgekosten. Also es ist OpenSUSE, wenn Sie ihn benutzen, können Sie in jeder Zeit dann, wenn eine neue Version da ist, direkt upgraden, ohne irgendwelche Folgekosten quasi. So, dann haben wir als nächstes die Laptop-Umgebung. OpenSUSE bietet 4 Stück direkt bei der Installation an. Das ist einmal KDE, GNOME, XFCE und LXDE. So, und diese einzelnen Desktop-Umgebungen gehen wir gleich mal ein bisschen mit Beispielbildern voran. Und zwar fangen wir mit KDE an. Standardauswahl ist das hier bei der Installation angegeben. So, das heißt also, Sie bekommen nach der Installation den KDE-Desktop. Der sieht in etwa so aus. Ist mehr so an Windows-User angelehnt, die da damit umgehen können. Und hier sehen wir dann als nächstes das KDE-Menü. Es gibt 2 davon, also das ist das eine. Das KDE-Menü mit den Favoriten, als nächstes mit den Anwendungen. Da kann man dann durchnavigieren. Ist quasi so ein moderner Aufsatz. So, dann haben wir hier nochmal ein Rechnermenü, ein Verlaufmenü. Da können Sie sehen, welche Anwendungen habe ich zuletzt gestartet und welche Dokumente habe ich zuletzt bearbeitet. So dass ein umfangreiches Suchen wegfällt. So, als nächstes haben wir dann den Verlassen-Button, der ist absolut wichtig. Und ab dem Punkt kann man dann sagen, okay, ich will abmelden, ich melde mich mit einem anderen User an, es ist Multi-User-fähig, ich kann auch den Desktop sperren, Benutzer wechseln, direkt in Tiefschlafmodus gehen und beim nächsten Mal wieder aufwachen, dann ist er schnell wieder da.
So, und das Neustarten herunterfahren, das kennen wir ja alle schon. So, das hier ist das alternative KDE-Menü. Dieses alternative KDE-Menü ist schon sehr an das alte Windows angelehnt. Also jeder, der sagt, er kommt mit dem modernen nicht klar, kann dann gerne das alternative KDE-Menü wählen. Das macht man dann unten links mit der rechten Maustaste, wählt man dann das alternative Menü ab. Und dementsprechend erscheint dann auch das alte Menü. Dann haben wir als nächstes die automatische Fensteranpassung. Das kann man mal hervorheben. Das ist, sobald man das Fenster dann sagt, okay, ich will das ein bisschen anordnen, kann man mit dem Fenster mit der Maus auf die Titelleiste direkt in die Ecke ziehen. Und dementsprechend wird das angepasst, je nachdem ist das oben in die Ecke, es ist dann ein kleines linkes oben an angeordnetes Fenster. Geht man mit dem rechten Fenster, was wir hier sehen, direkt auf die mittlere rechte Seite, würde die komplette rechte Seite einnehmen. Das ist einer der schönen, angenehmen Eigenschaften von KDE. Dann haben wir als nächstes die Systemeinstellung von KDE. Also hier können Sie das Erscheinungsbild, das Verhalten und auch Netzwerkverbindungen, Hardwareverbindungen, also Hardware-Einstellungen vornehmen. Und das ist im Prinzip eine einfache Sache für, also mal schnell was einzustellen. Dann haben wir das nächste, ist das GNOME Desktop. Das sieht nackt so aus. Und das ist schon ziemlich leichtgewichtig, wobei leichtgewichtig schon gewagt ist. Es ist schon eine Variante, eine Neuentwicklung von GNOME 3 ist das. Und vorher war GNOME 2 die beliebteste quasi. Und wir haben das halt eben dann auch gesetzt auf GNOME 3 mit entsprechendem neuem Softwarepaket quasi. Dann haben wir hier das GNOME-Menü, das erreichen Sie über Aktivitäten oben links. Und dort können Sie dann halt entsprechend nach den Programmen suchen, die Sie benötigen oder entsprechend durchsuchen. Also das ist ein ganz anderes Konzept. Dann haben wir hier als nächstes wieder die Einstellung für GNOME. Da können Sie die entsprechende Einstellung für die Oberfläche oder auch das, was im Hintergrund ist, vornehmen. Dann haben wir als nächstes XFCE. XFCE ist ein sehr schlanker Desktop, der zudem auch auf schwachbrüstigen Rechner gerne eingesetzt werden. Und diese XFCE Desktop ist zwar sehr schlank ausgerichtet, also sieht man auch hier im Menü, es ist einfach gehalten, es ist nicht viel überladen, also es ist strikt und einfach. Als nächstes haben wir dann hier das Einstellungsmenü, das ist insofern fast mit den anderen Einstellungen von KDE und GNOME in der Richtung fast identisch. Hier kann man auch selbst einstellen, was man da machen möchte auf der Oberfläche und wie. So, dann haben wir als nächstes im Angebot LXDE. LXDE Desktop sieht so aus. Das ist auch ein schlanker Desktop und mit dem können Sie auch so auf dieselbe Art von schwächeren Rechnern einsetzen. Sie können auch auf moderne Rechner einsetzen, es muss ja nicht so sein. Dann haben wir hier als nächstes auch dieses schlanke Menü. Und zudem auch noch die Einstellung. Die ist ein bisschen klein gehalten, sage ich mal. Aber für die Leute, die wenig Ansprüche haben, genügt das. Jetzt kommen wir zum JAS-Kontrollzentrum. Dann ist LXDE quasi noch weniger ressourcenintensiv als der XFCE?
Also XFCE und LXDE, die können sich eigentlich quasi die Hände reichen. Also die haben, beide sind schlank, beide können auf schwachbrüstige Rechner quasi eingerichtet werden. Und da läuft das dann besser, als wenn man da jetzt KDE oder GNOME installieren würde. Also XFCE und LXDE ist dann vorzugsweise für Leute, die mit dieser Variante zufrieden geben können und die sagen, ich brauche nicht mehr, ich brauche kein Stück Schnack, also mir reicht diese Version, die können dann halt eben diese LXDE oder XFCE Variante nehmen. Und wo liegt der Unterschied zwischen diesen beiden? Nur halt eben an der Oberfläche und an der Bedienung. Also sonst gibt es keine konkreten Unterschiede. Weil hier sah es jetzt ziemlich gleich aus. Also probieren. Ja, ich würde sagen, einfach mal ausprobieren, LXDE einmal installieren und dann gucken, ob das jetzt einem zusagt. Oder XFCE nebenbei kann man auch installieren und dann können Sie dann switchen. Dann können Sie sagen, okay, ich probiere erstmal XFCE aus oder LXDE. Mhm. Na? Danke. Gut. So, dann als nächstes komme ich zum JAS-Kontrollzentrum. Das ist dann quasi die Steuereinheit von OpenSUSE. JAS ist einer der ältesten Konfigurationswerkzeuge, die es gibt und die auch gerne angenommen werden und auch benutzt werden. Bevor überhaupt KDE oder GNOME solche Druckeinstellungen oder Netzwerkeinstellungen zur Verfügung gestellt hat, konnte das JAS schon längst unter der Haube. Das heißt, man konnte per Mausklick die Netzwerkkarte entsprechend einrichten oder WLAN, je nachdem, welche Optionen zur Verfügung stehen. Jetzt wollen wir mal angucken, wie die Oberfläche aussieht. So, man sieht hier, einmal, es gibt auf der linken Seite Software, Hardware, System, Netzwerkgeräte, Netzwerkdienste, Sicherheit und Benutzer, Virtualisierung, Unterstützung und Verschiedenes. So, unter Software ist klar, da können Sie Software nachinstallieren oder ein entsprechendes Software-Repository einrichten. Bei Hardware, da können Sie Hardware-Informationen aufrufen bzw. ausgeben lassen. Ist vielleicht gar nicht unwichtig, wenn Sie zum Beispiel ein Problem haben mit einer entsprechenden Hardware und Sie brauchen da Hilfe, können Sie sagen, okay, ich habe hier eine Information, die kann ich Ihnen zur Verfügung stellen, was brauche ich dafür? Dann bekommen Sie dann entsprechende Hilfestellung von erfahrenen Nutzern. So, dann haben wir hier Drucker, Scanner, Audio können separat eingerichtet werden, wenn man ein entsprechendes Gerät hat. System, da können Sie Bootloader-Einstellungen vornehmen, das heißt also beim Startvorgang bestimmte Parameter übergeben, die zum Beispiel bei einem Notebook, sagen wir mal, das WLAN-Modul braucht eine bestimmte Konfiguration. Die hat man dann zum Beispiel erhalten von einem Benutzer, der hilfsbereit war und hat gesagt, fügt das bitte da rein in den Bootloader. Und darüber kann man dann halt eben einstellen direkt. Als nächstes haben wir dann zum Beispiel diese Netzwerkgeräte. Da können dann die netzwerkfähigen Geräte installiert bzw. eingerichtet werden. Ist aber in dem Fall bei heutigen Desktop-Umgebungen nicht mehr Pflicht, weil diese werden dann automatisch mit einer separaten Anwendung die Verbindung aufgebaut bzw. automatisch eingerichtet. So, sofern man zum Beispiel einen Router hat oder WLAN, werden entsprechende Verbindungen angezeigt. Und dann haben wir als nächstes die weitere Seite für Netzwerkdienste. Blätter ich mal um. So, Netzwerkdienste, das sieht man so ein bisschen. Da kann man einen E-Mail-Server einrichten, NFC-Client, das ist dann so ein Netzwerkdateisystem. Dann kann man noch weitere Internetdienste anlegen. Also es ist wirklich sehr, sehr umfangreich in der Konfiguration. Dann haben wir hier noch Sicherheit und Benutzer. Da können Sie zum Beispiel Firewall-Einstellungen explizit nochmal besser konfigurieren oder beziehungsweise Port-Forwarding einrichten, je nachdem, was Sie brauchen. So, und als nächstes haben wir Benutzer- und Gruppenverwaltung.
Da können Sie dann halt eben die Benutzer auf dem Rechner anlegen oder bestimmte Gruppen neu anlegen und zuweisen. Das können Sie dann mit einem Mausklick dann einfach direkt erledigen. So, und die anderen Tools sind insofern nette Beigaben, die man gerne dann, wenn man dann sich damit beschäftigen will, kann man das mal gerne mal genauer angucken. Also das ist sehr, sehr umfangreich, dieses Gastkontrollzentrum. Ich werde nachher nochmal zeigen, welche Module oder wie man an die Module herankommt, wenn man noch welche zusätzlich installieren möchte. Dann haben wir als nächstes die Softwareinstallation. Die Softwareinstallation, die sieht so aus. Das ist die Oberfläche von YAST. Da sieht man auf der linken Seite die Paketgruppe. In der können Sie dann die Pakete, je nachdem welche Pakete Sie brauchen, können Sie in den Gruppen navigieren. Sie können aber auch direkt oben links, da steht Suchen, können Sie entsprechend nach dem Paketnamen suchen oder was im Paket enthalten ist. Können Sie die entsprechend dann aufrufen und installieren. Beziehungsweise das betreffende Paket, was schon installiert ist, wieder deinstallieren. Das geht hier drüber wunderbar. So, dann haben wir als nächstes die Verwaltung der Software-Repositories. Das ist dann mit dieser Oberfläche versehen. Da sieht man, da gibt es mehrere OpenSUSE-Repository drin. Das sind die gewöhnlichen im Prinzip. Das sind vier Stück, einmal fünf Stück, die jetzt gerade aktiv sind. Einmal ist das OpenSUSE, das Repository selber. Das ist dann quasi identisch mit der DVD-Installation. Und es gibt dann auch noch ein Repository, die gibt es nicht auf der DVD. Das ist Non-OSS. Das bedeutet also keine Open-Source-Software. Also deswegen auch der Name Non-OSS. Da werden zum Beispiel Pakete bereitgestellt, die proprietär sind, Flash zum Beispiel, oder Skripte, die zum Beispiel Microsoft-Schriftarten nachladen. Darüber werden die auch zur Verfügung gestellt. Dann kommen wir gleich nochmal dazu, zu weiteren Repositories. Das ist das Community Repository. Das ist dann eine weitere Einstellung. Wenn Sie da reingehen in dieses OpenSUSE-Repository, können Sie auf Hinzufügen klicken, können Sie auf Community-Repository klicken und dementsprechend kommt dann dieses Fenster mit dieser Liste, wo Sie dann sagen, okay, ich will jetzt eine aktuellere Version haben, als die ich jetzt installiert habe. Zum Beispiel hier in dem Fall LibreOffice würde ich sagen, okay, ich brauche eine neue Büroversion und die würde ich lieber neu einsetzen als dieses alte. Dann kann man das entsprechend einhaken und installieren. Genau das gleiche ist das auch mit PHP, wenn man sagt, okay, die PHP-Version auf dieser OpenSUSE-Version ist nicht das, was ich gerne haben möchte. Ich möchte gerne eine neuere, können Sie die darüber auch installieren. Dann haben wir noch das Einbinden von Software-Repository aus verschiedenen Quellen. Das heißt also, man ist nicht auf Online-Repository beschränkt, man kann auch mehrere Repositories angeben. Also das heißt, wir hatten vorhin das gehabt mit der Community-Repository, da haben wir den Eintrag. Da kommen Sie direkt dahin oder Sie können eine URL angeben. In dieser URL, die erhalten Sie dann entweder aus Foren, wenn einer sagt, hier, trag bitte diese URL ein, dann kannst du das Paket direkt von diesem Repository beziehen. So. Dann haben wir hier noch FTP, HTTP und HTTPS-Einstellungen. Die sind insofern identisch mit der URL angeben, aber nur halt eben, dass da auch Passwörter oder so Zugangsdaten eingegeben werden können, falls das abgesichert ist. Dann gibt es noch mehrere weitere verfügbare Plätze, wie zum Beispiel CD, DVD, Festplatte oder auf einem externen Netzspeicher. Darüber kann man dann auch so Repository auslagern und einbinden.
So, dann kommen wir jetzt zu Hardware-Anforderungen. Was OpenSUSE denn mindestens benötigt und was eigentlich empfohlen wäre? Also für einen Prozessor wäre da ein Minimum für 500 MHz. Ich glaube, heute gibt es sowas gar nicht so. Das ist dann halt eben die Variante entweder für als Tact-Installation gedacht oder als XFCE oder LXDE, so eine leichtgewichtete Desktop-Oberfläche. Könnte man damit mit 500 MHz noch damit zufrieden geben und es würde auch noch laufen. Empfohlen wäre aber 2,4 GHz oder mehr. Das ist entsprechend auch nötig, wenn man KDE oder GNOME verwendet. Dann haben wir als nächstes den Arbeitsspeicher. Minimum 1 GB wird empfohlen. Also das Minimum empfohlen wird dann 2 GB oder mehr. Also für beispielsweise KDE ist gerne mal ab und zu mal leistungshungrig. Da würde man sagen, okay, wir spendieren mal ein bisschen mehr Gigabyte. Und das ist auch insofern ziemlich wichtig, dass man da auch nicht so einen beschränkten Speicher hat, um auch flüssig damit arbeiten zu können. Sie wollen ja bestimmt auch E-Mails schreiben, Bürosoftware benutzen und deswegen wäre besser, wenn Sie mehr Speicher zur Verfügung stellen. Ich habe doch mal eine Frage. OpenSUSE, was braucht die eigentlich, wie viel Speicher verarbeitet es eigentlich? Also, man gehört so, Windows XP hat immer bis 2 genommen, 2 Gigabyte, und Windows 7 jetzt kann man bis 4, oder ist da irgendwo eine Grenze oder kann man so viel reindrücken, wie man reinkriegt? Also, sinnvoll. Also sinnvoll. Für das Arbeiten, für zum Beispiel mit KDE, dann die meisten Rechner haben ja jetzt mittlerweile schon 4 Gigabyte und so. Da würde es auf jeden Fall funktionieren, das würde sich rentieren, sowas. Bei 2 GB, das ist zwar knapp bemessen, bei 1 GB würde ich zum Beispiel mit KDE gar nicht einsetzen, weil dann hätten sie nur noch so Kaugummi quasi. Ich habe schon verstanden, nur ich wollte die physikalische Grenze des Speichers, die das Betriebssystem überhaupt verwaltet. Die physikalische Grenze des Speichers, die das Betriebssystem verwaltet. Welcher Adressrahmen hat Süße. Das ist die Frage von ihm. Welchen Adressrahmen habe ich? Bis Maximum. Also 16 GB funktionieren. Also Max. Ja. 16, 32, 64, 128 GB, kriege ich rein. Maximum, also das ist. Wo ist es begrenzt? Also im Prinzip ist das nicht begrenzt auf diese 64-Bit, auf das 64-Bit-System. Also das heißt. Sie können auch gerne 256 GB installieren, das würde dann in jedem Fall auch funktionieren. Na, also ich glaube nicht, dass das jemand macht, weil das schon sehr, sehr teuer ist, den Arbeitsspeicher. Ja, okay, machen wir mal kurz weiter. Festplatte, SSD, haben wir hier als Minimum 3 GB, würde sich aber in dem Fall nicht so ganz empfehlen, denn 3 GB könnte man zum Beispiel nehmen, wenn man so einen Top-PC macht, also so eine Art Media-Center. Da würde sich das vielleicht noch lohnen, wenn die Filme oder Videos direkt über das Netz geladen werden und über das System ausgegeben werden. Das könnte man sich noch überlegen mit 3 GB. Aber empfohlen wäre dann lieber 5 GB oder noch wesentlich mehr. Also im Moment würde ich selber herausgehen, auf 10 GB hochzusetzen, für den normalen User. Das kann nämlich sein, dass man da Urlaubsfotos hat oder Videos oder MP3, wenn man sich die runterlädt, dann sind die das komplett schon fast voll. Also von daher lieber ein bisschen mehr als zu wenig. Ja, empfohlene Grafikkarte, also Grafikkarten laufen hier AMD, ATI, Intel, Nvidia und Matrox-Grafikkarten sind soweit im Kernel implementiert. Das heißt also, die werden dann zur Verfügung gestellt, diese Treiber. Und es lassen sich auch proprietäre Treiber installieren. Das ist dann AMD und Nvidia, die machen das gerne. Die stellen dann diese Pakete dann zur Verfügung. Ich zum Beispiel mache das mit den AMD-Treiber. Und Nvidia, das macht dann einer von den SUSE-Mitarbeitern.
dann aber auch dann ist nicht kontinuierlich dabei. Also das heißt, also bei AMD bin ich da schon ziemlich fix drin. Das heißt auch, wenn Sie neue Kernel installieren wollen, also 4.2 zum Beispiel auf dieser OpenSUSE-Version, dann bekommen Sie auch von mir den Treiber mit entsprechenden Patches, die in einem Paket können Sie installieren und das würde auch darauf laufen. Und da habe ich auch die Erfahrung gemacht mit anderen Rechnern, die Nvidia haben, mit proprietären Treiber, dass das nicht so besonders gut läuft auf neueren Kernel. Also das heißt, da gibt es momentan noch keinen, der da wirklich da drin sich einarbeitet. Mit normalen Standard-Kernel, die OpenSUSE mitliefert, damit würden beide Treiber ohne Probleme funktionieren. Auch wenn man die vom Herstellerseite die Treiber runterlädt. Das ist dann in jedem Fall unterstützt. Alles, was darüber hinausgeht, muss die Community dann entsprechend dann berichtigen, quasi. So, dann kommen wir weiter zur Unterstützung von weiteren Hardware-Komponenten. Da habe ich extra noch ein Sternchen hingemacht, weil das auch abhängig ist vom Kernel, wie neu der ist und welche Software-Schnittstellen die unterstützen, quasi. So, und dann haben wir hier eine ganze Liste, die kann ich Ihnen gerne mal aufzählen. Es gibt Bluetooth-Adapter, Digitalkamera, Drucker, Firewire-Karte, Floppy-Laufwerk, IDE, SATA-Karte, Modem, Netzwerkkarte, optisches Laufwerk oder auch Brenner, RAID-Controller, Scanner, SCSI-Adapter, Soundkarte, Soundchip, Tastatur, Maus, USB-Schnittstelle, Webcam und noch einige andere Sachen mehr. So, und diese Hardware-Komponenten, wenn man sich die zum Beispiel in einen neuen Drucker anlegt, der würde dann quasi dann von dem System erkannt, wird ermittelt, welcher Druckertreiber wird benötigt und wird auch entsprechend geladen. Diese Einrichtung, die ist nicht wirklich schwierig. Yacht wird auch da unterstützend zur Seite stehen. Die durchsucht dann auch quasi den Drucker oder den Druckertyp und schlägt den auch vor. So. Dann haben wir als nächstes jetzt die Softwareauswahl. Das ist jetzt nur eine ganz kleine Auswahl, aber ich kann ja mal welche nennen. Wir haben hier Büroanwendungen, Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Datenbankentwicklung, Präsentation, Zeichenprogramme, PDF-Reader, Terminkalender und Adressbücher. Das wäre dann quasi das, was man dann verwenden könnte oder was man auch kennen würde auf einem Windows-System oder Mac. Dass man sagt, okay, die Programme, die brauche ich auf jeden Fall. Die werden in jedem Fall installiert, standardmäßig. Das heißt, sobald Sie OpenSUSE installiert haben, stehen die zur Verfügung und Sie können sofort damit arbeiten. So, als nächstes gerade die Zeiterfassung. Jo. Dann haben wir hier noch Bildbearbeitung. Da gibt es Beispiele, Darktable, GIMP, Inkscape stehen zur Verfügung, können genutzt werden. Und auch Panoramafotos können dann damit, gibt es auch eine Anwendung, die das zusammenschneidet quasi. Dann haben wir hier Fotoverwaltung, Bildbetrachtung, Digicam, Grandview wäre das in dem Fall. Das sind die Führenden, die die entsprechende Bilder verwalten können. Dann haben wir noch 3D-Modellierer wie Blender. Da gibt es wirklich welche, die professionell damit arbeiten und dementsprechend auch 3D modellieren können und diese entsprechend auch für ihren eigenen Job dann entsprechend einsetzen. Dann haben wir noch die Möglichkeit Browser. Firefox wird in der Regel vorinstalliert, man kann aber auch auswählen zwischen Chromium und SeaMonkey. Und dies ist aber nicht erschöpfend, man kann aber auch Google Chrome, wenn man es möchte, installieren oder auch andere Browser. Also man ist da nicht wirklich drauf angewiesen oder gebunden. E-Mail wird vorgeschlagen, Clawsmail, Carmail oder Thunderbird. Thunderbird wäre in dem Fall auch standardmäßig mit dabei.
Falls Sie aber was anderes haben wollen, stehen natürlich die anderen beiden auch zur Verfügung oder noch Dritte, wenn Sie das gerne haben möchten. Dann haben wir noch eine Chat-Software, das ist Copied, die unterstützt mehrere proprietäre Protokolle, die ICQ, Skype, Windows Live Messenger, Yahoo, aber es gibt auch die Möglichkeit, darüber Java oder IEM, Gadoo zu nutzen. Ist aber nicht erschöpfend, es gibt noch viele, viele mehr. Dann gibt es noch Conversation, das ist ein ERC-Chat-Client. Damit können Sie zum Beispiel auch direkt in so einen OpenSUSE-Chatroom gehen und dort zum Beispiel auch direkt live sagen, hier, ich habe ein Problem mit OpenSUSE, kann mir da einer helfen? Es gibt dafür auch entsprechende Chat-Kanäle, die werde ich aber nachher mal zeigen. So, als nächstes haben wir wieder einen Download-Manager, werden auch zur Verfügung gestellt, FileZilla, Kget, das ist dann, wenn im Browser ein Link geklickt wird, wird das an Kget übergeben, der lädt sich das dann entsprechend runter. Und KTorrent, dann hat eben dieser Download-Manager, der gerne genutzt wird für größere Dateien, die verteilt runtergeladen werden können. UGET, ja, das ist auch so ähnlich wie das KGET. Dann kommen wir zur Verschlüsselung, das ist auch nicht unwichtig. OpenSUSE bringt zum Beispiel hier in dem Fall GBG mit, das ist dann dieses Verschlüsselungsprogramm KGBG, wie das hier nennt. Das wird, das ist so eine Oberfläche quasi, die der User dann halt eben dadurch den Schlüssel erstellen kann, also alles mit Mausklicks erledigen kann. Da braucht man nicht in der Konsole arbeiten. Das ist das Tool dafür da. Das große K steht immer für KDE. Das ist so eine Anlehnung, ja. Das sind KDE-Entwickler, die haben dann gesagt, ja, okay, wir nennen unsere Produkte halt eben mit einem K vorne dran. Und auch wenn ein K vorne dran steht, heißt das auch, dass die Anwendung eine entsprechende Oberfläche hat, auch für KDE zum Beispiel. Diese Anwendung, die kann man aber auch unter GNOME benutzen oder FXDE oder LXDE. Mhm. Und die kann man dann wirklich systemweit benutzen. Also das ist nicht auf KDE beschränkt. Okay. Dann haben wir hier noch eine Passwortverwaltung. Das ist einmal das K-Wallet Manager, das ist standardmäßig bei KDE mit bei. Und dann haben wir noch den GNOME-Schlüsselbund. Der ist dann, wie der Name ja auch sagt, beim GNOME dabei. So, und die beiden Tools sind dafür zuständig, Passwörter zu verwalten, beziehungsweise in einen Container wegzusperren quasi. So, das heißt, Sie können dann zum Beispiel eine WLAN-Verbindung einrichten. Und dementsprechend kommt, je nachdem, welche Desktop-Oberfläche Sie haben, springt entweder der eine oder der andere zur Seite und sagt dann, ja, das Passwort, was wollen Sie denn damit machen? Wollen Sie das einmalig benutzen oder wollen Sie es erstmal im Container wegspeichern? So, und dafür sind Sie ja gedacht, dass man dann sagt, okay, die werden zentral weggespeichert, ich brauche sie mir dann hinterher nicht mehr merken, nur noch das Masterpasswort, das ist das Hauptpasswort, für diesen Container, das ist das eine, was ich da merken muss. Das ist eine schöne Arbeitserleichterung. So, und dann haben wir als nächstes, wie gesagt, das war nur ein kleiner Ausschnitt. Es gibt aber tatsächlich weit über 1000 Softwarepakete für sehr viele unterschiedliche Zwecke. Also es kann Webserver sein, den man einrichten möchte, es können Entwicklungsumgebungen sein, wenn man darauf gerne entwickeln möchte mit PHP oder wenn man dann C++ mal damit arbeiten oder programmieren möchte. Das sind sehr, sehr viele Pakete zur Verfügung. Die ist, würde ich sagen, fast unerschöpflich. Es würde ja kein Paket geben, wo man sagt, das Paket gibt es gar nicht.
also tatsächlich umfangreich. Die Community, die hilft sehr gerne da mit dabei. Falls mal einer sagt, ja, ich kann zwar kein Paket bauen, aber ich habe da eine Software entdeckt, die ich gerne haben möchte, dann sagt dann auch der eine oder der andere, ja, okay, das kann ich dann direkt in meinem Home-Repository, das ist so ein eigener Repository auf dem Server, bauen und denen quasi die URL zur Verfügung stellen. Die können dann quasi dann das Paket dann installieren. Das geschieht nicht auf dem eigenen Rechner, das wird dann direkt auf dem OpenSUSE Build Server zur Verfügung gestellt. Zukunft von OpenSUSE. Ja, wie vielleicht der eine oder der andere mitbekommen hat, es gibt das Projekt OpenSUSE Leap. Das ist die kommende OpenSUSE 42.1 mit den LTS-Support. Das ist ein längerer Zeitraum, der mit Patch versorgt werden wird, die neue OpenSUSE-Version. Das war erst vor kurzem erst ins Gespräch gekommen, dass die OpenSUSE, ja, diese Update, die 18 Monate einfach viel zu kurz sind. Und man wollte ja nicht unbedingt dann nochmal eine neue Maschine aufsetzen und neu installieren oder beziehungsweise schon wieder updaten. Deswegen hat man dann diese Version dann jetzt rausgebracht oder es kommt raus und da haben sie dann mindestens drei, es steht noch aus, vielleicht länger, dann Ruhe vor Updates und so weiter. Sie bekommen dann regelmäßige Patch und entsprechende Bugfixing für dieses System, aber sie brauchen dann nicht mehr auf eine neuere OpenSUSE-Version zu wechseln. Das heißt, sie können eine relativ lange Zeit da drauf bleiben. Was weiterhin als Vorteil dargestellt wird, ist, dass OpenSUSE und SUSE Linux Enterprise haben dann in dementsprechend auch die gleiche Codebasis. Also das heißt, vorher war das so, OpenSUSE hat man verwendet, um darauf aufbauen, die SUSE Linux Enterprise zu entwickeln, die dann entsprechend für Unternehmen dann zur Verfügung gestellt, die Linux-Distribution. Die haben dann entsprechend andere Anforderungen und diese Arbeit, die war im Endeffekt ein bisschen zu viel, weil sie müssten einerseits OpenSUSE mitpflegen und die SUSE Linux Enterprise. So, und dann hat man dann halt eben gesagt, okay, wir legen die Codebasis zusammen und so profitieren dann beide Seiten quasi. Die einen dann halt eben an längerer Laufzeit und die anderen dann halt eben an stabile Pakete und auch die gleiche Codebasis quasi. Dass man dann quasi dann verschiedene, sagen wir mal, Treiber, dass man nicht die für verschiedene Versionen bauen muss, sondern man kann nur noch dann eine Codebasis oder eine Version verwenden. So, und damit komme ich zum Ende. Und ja, da möchte ich mich bei Ihnen bedanken fürs Zuhören und auch für Ihr Interesse an OpenSUSE. OpenSUSE können Sie sich runterladen unter software.opensuse.org oder Sie bekommen bei uns am Stand die CD, die können Sie dann gerne mitnehmen. Dann gibt es noch einen Link-Tipp für jeden, der sich OpenSUSE gerne mal anschaut, opensuseusers.de. Auf dieser Seite erhalten Sie dann quasi eine Übersicht ja, über Tipps und Tricks, welche Foren, welche Mailinglisten gibt es, wo kann ich Hilfe holen, wo kann ich nachlesen und so weiter. Ne? Okay. Gibt es dazu noch irgendwelche Fragen? Ja. Ich würde mal das schlagende Argument interessieren, weshalb OpenSUSE zum Beispiel besser ist als, sagen wir mal, Ubuntu oder so. Gibt es da irgendetwas, wo Sie sagen würden, das ist wirklich so ein Alleinstellungsmerkmal, das hat nur OpenSUSE und... Also früher war das klar, früher war die Lokalisierung ein großes Theater und da war SUSE, weil es eine deutsche Distribution ist, sehr gut. Aber das ist heute ja kein Problem mehr. Was gibt es heute? Also OpenSUSE zum Beispiel hat ja nach wie vor das Alleinstellungsmerkmal JAS. Also die haben da quasi... Das JAS-Modul,
Es gibt mehrere JAS-Module, zum Beispiel man kann einen Webserver aufsetzen, einstellen. Und das habe ich bis jetzt noch keiner Distribution gesehen, dass die so ein Werkzeug zur Verfügung stellen. Also da sind einige Sachen dabei, die wirklich als Alleinstellungsmerkmal angesehen werden in JAS. Was gibt es außer JAS noch? Bitte? Was gibt es außer JAS noch? Also JAS finde ich jetzt irgendwie nicht so berauschend, weil man braucht es ja im Grunde nicht mehr so oft. Also ganz vieles machen ja die Desktops selber. Und also die Bedeutung von JAS war früher groß, das ist klar. Mhm. Aber heute sehe ich es nicht mehr ganz so. Also wenn sie da fortgeschritten sind in dem in Linux-Distributionen, würde ich sagen, unter der Haube würde sich das nicht viel mit sich bringen. Also das ist quasi fast identisch wie mit jeder anderen Linux-Distribution. Außer so ein paar Kleinigkeiten, die für ihren eigenen Bedarf ist. Zum Beispiel bei Ubuntu ist das so. Die haben, wenn man da zum Beispiel sudo eingeben würde als Super-User-Rechte, würde man dann quasi dann mit dem eigenen Passwort, könnte man sich da quasi dann aufrufen. Das würde zum Beispiel bei SUSE nicht funktionieren. Ja, gut, Account, okay. Genau. Ja, gut, aber das haben ja viele andere auch. Das macht Arch, Linux und was weiß ich, genau so. Ja. Also im Prinzip nähern sich alle anderen Linux-Distributionen aneinander an. Also so. Es gibt nur wenig Leistungsmerkmale, wo man sagen kann, das ist herausragend, weil andere sagen dann, ja, wir haben es auch, wir haben das mittlerweile auch implementiert, wir können das auch. Also von daher, wir können nur sagen, die Community, die ist sehr lebhaft, also das heißt, sie können Pakete zur Verfügung stellen, sie können auch, auch anhand der Software-Repository neue KDE-Versionen installieren, falls sie das mögen, oder neuere andere Desktop-Umgebungen, und die werden dann regelmäßig gewartet und gepflegt. Und ich bin mir nicht so ganz auf dem Laufenden, wie das bei anderen Distributionen ist, ob die aktuell sind, ob da wirklich einer ist, der sich da auch dahinter klemmt und sagt, ich pflege die jetzt durchgehend. Bei OpenSUSE ist das so, da gibt es immer welche, die sagen, ja, ich habe ein neues Paket, ich baue die mal eben und stelle die jetzt online, quasi. Ja. Okay, danke.